Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Port Royale 3. Wir sind kurz davor, hier das Piratenversteck anzugreifen, in dem Elena sein soll. Die Information haben wir von einem, naja, nicht so ganz lauteren Piraten, für den wir drei seiner Erzfeinde ausschalten mussten, damit er uns diese Information über das Versteck des Captain Delay oder wie er auch immer hieß, ich weiß es gerade nicht genau, der Name steht hier nicht, schade. Auf jeden Fall, dieses Piratenversteck soll Elena enthalten. Und wir hoffen natürlich, sie ganz unversehrt wiederzusehen. Und werden dementsprechend jetzt angreifen. So, Angriff auf Captain Delay. Ja, so ungefähr hieß er. Piratenversteck hat 270 Männer, wir haben 430 und wir haben sehr gute Ausrüstung. Ich hoffe, dass das reicht. Wir greifen an. Beginn des Landangriffs. Ja, und das ist etwas, was ich ehrlich gesagt sehr schade an diesem Spiel finde. Man kann diesen Landangriff nicht selber steuern. Also wir haben hier einfach unsere Schiffe. Es gibt hier vorgefertigte Markierungen, wo die Schiffe hin müssen. In diesem Fall gibt es nur eine Markierung, das heißt, das Schiff wird automatisch dahin. Und dann sieht man gleich, wie sich die Schädel einschlagen und dann war es das. So, jetzt rennen hier unsere zwei Parteien aufeinander zu. Man hört die Musketenschüsse, wir haben ja unsere Leute gut ausgebildet. Haut sie in Stücke! Gut ausgebildet, Blödsinn, gut ausgerüstet. Also, mit Waffen. So, und wir sehen, wir haben hier ziemlich alles platt gehauen. Keiner von den Piraten hat überlebt. Wir haben noch 350 Mann. Ein Teil der Waffen ist verloren gegangen, glaube ich. So, du hast das Versteck vernichtet. 253 Fass Raubgut. Außerdem erhältst du eine Belohnung von 5200 Gold und dein Ansehen ist bei allen Nationen gestiegen. Ja, wir sehen hier unten die Waren, die wir geholt haben. Das sind teure Waren. Insbesondere Klamotten sind enorm teuer. Mir scheint, Spanien hat einen neuen Freund gewonnen. Wir Franzosen sind stolz auf einen Freund wie euch. Der junge Mann ist siegreich. Die Piratenbande hat seinen Angriff nicht lange standgehalten. Er eilt voran, um Elena aus ihrem Gefängnis zu befreien. Doch sie wurde längst an einen anderen Ort gebracht. Einen Ort, der eigentlich geheim sein sollte. Denn eine einzige unbedachte Äußerung ihrer Wächter genügt Elena bereits, um ein ganz bestimmtes Wort weiterzugeben. Ich wusste doch gleich, man kann diesem William Kidd nicht trauen. Hättet ihr den Piraten sofort zur Rede gestellt, hätten wir Elena rechtzeitig finden können. Doch zum Glück hat sie uns eine Nachricht hinterlassen. Charleston, die Stadt liegt weit nordöstlich von New Orleans. Ich schlage vor, du begibst dich dorthin. Ja, Charleston, also... Ja... Also wenn ein Wärter so doof ist, dass er nicht sieht, dass seine Gefangene irgendwie ein Wort auf den Boden schreibt, das da nicht stehen sollte, vor allem noch so groß. Also man hat es ja im Video gesehen, wenn ihr es nicht gesehen haben solltet, schaut euch den Ausschnitt gerade nochmal an. Das steht mega fett auf dem Boden. Und ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So, ich guck mal, dass ich hier zu recht guten Preisen verkaufe. Und dann fahren wir hoch nach Charleston. Vorher allerdings will ich die Waren ehrlich gesagt loswerden. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Ich kenne ja das schon alles ein bisschen, das Spielchen. Das werdet ihr dann aber gleich erfahren. So, ich verkaufe jetzt hier einfach zu egal welchen Preisen und egal, ob die das jetzt hier produzieren oder nicht. Wir wollen ja weitermachen. So. Ah, neuen Rang bekommen. Cool, wir sind Steuermann. Schwing das Steuer. Oder heißt es, dreh das Steuer. So, Charleston. Irgendwo nordöstlich, hat er gesagt.
Weit nordöstlich von New Orleans. Ja, nordöstlich gibt es hier nicht mehr. Hier sind wir ja alles abgefahren. Das heißt, es bleibt nur noch diese Strecke. Und dann wollen wir doch mal sehen. Eigentlich kann ich hier mal gerade die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. So, was haben wir hier? Grand Bahama. Eine holländische Stadt. Und hier kommen uns schon Schiffe entgegen. Was haben wir hier? St. Augustine. Fort Caroline. Weit nordöstlich. Vielleicht auch irgendwo da oben. Ja, Charleston. So. Eine sehr entlegene Stadt. Es gibt hier übrigens noch eine Insel. Da wollte ich auch mal hinfahren. So, wir sind in Charleston angekommen. Betreten jetzt mal die Stadt. Mach, dass du aus meiner Stadt verschwindest. Hier in Charleston hast du nichts verloren. Aber warum so unfreundlich? Und wenn du Informationen suchst, wirst du hier ganz gewiss keine finden. Aber ich habe einen guten Rat für dich. Halte dich aus dieser Sache raus, denn sie ist nicht ganz deine Kragenweite. Da hat sich der französische Stadtverwalter aber sehr getäuscht. Er will euch einschüchtern. Doch damit hat er sich nur verraten. Ich bin sicher, er weiß etwas über Elena. Wir sollten uns seine Stadt einmal richtig vorknöpfen. Wenn es Charleston schlecht genug geht, wird er schon einknicken. Ja, also... Ja, also ihr seht schon an den Dialogen zum Beispiel und die Art und Weise, wie man durch das Spiel geführt wird, dass es irgendwie, dass man nicht besonders viel irgendwie in dieser Kampagne nachdenken muss. Ja, man bekommt es irgendwie vorgeworfen. Interesse an einem besonderen Auftrag? Bezahlt mal einen Preis mit einem Charleston und verschwinde auf wundersame Weise sämtliche Vorräte an Tuch. Ja, wir wollten uns die Stadt ja vorknöpfen, dann zahle ich gerne hier mal 330. Gut, und dann ist das Tuch weg. Wir sind uns einig. So. So, wie war das? Was sollen wir alles kaufen? Wir sollen eine Hungersnot auslösen und sollen dafür mehrere Wochen hinweg alle Nahrungsmittel aufkaufen. Weizenfrüchte, Mais, Fleisch und Backwaren. Gut, dann würde ich sagen, kaufen wir mal auf. Ja, hallihallo, mein Schiff. Ah ja, danke. Schade, das kostet alles so viel. Aber wir haben eine ordentliche Finanzspritze bekommen. Wir haben jetzt eine 500.000 einfach dafür bekommen, dass wir hier mal zulangen, ja. Fleisch produzieren die zwar, aber... Jo. Hier ist ja schon quasi alles weg. Hat da jemand uns den Job abgenommen? Wie sieht's mit Weizen aus? Weizen haben die noch zu viel. So. Jetzt haben die hier gerade erstmal nix. Ja, ich hoffe, dass das so bleibt. Ich habe folgende Aufgabe für euch. Die wollen 80 Baumwolle. Nö, kriegt ihr nicht. Ich habe nützliche Informationen für euch. 20.000 für ein weiteres Stück der Schatzkarte. Ja, wir sind ja noch auf der Suche nach diesem Schatz. Deswegen nehme ich die Schatzkarte jetzt. Hier sind meine Informationen. Teil 3 von 9. Wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht irgendwas sehen können oder so. Ja, immer noch nicht. Also der Teil hat sich jetzt echt voll gelohnt. Ein Wasserstückchen für 20.000. Die ziehen ja einen hier über den Tisch. Ist der Hammer, wenn da wenigstens das rote X drauf gewesen wäre oder so, ja, dann könnte ich das noch verstehen, aber wo sind gerade unsere Schiffe? Kaiman, Tortuga. Ich will mal gucken, ob in den Tavernen vielleicht irgendwie noch mehr von Schatzkarten oder so zu finden ist. Könnt ihr mir bei meiner Suche helfen? Ah ja, hier kriegen wir einen weiteren Teil der Schatzkarte dafür, dass wir... Ich danke euch. Dass wir den Sohn retten, südlich von Port Royal. Port Royal, südlich. Ja, dann fährst du da gerade mal hin. Wie weit denn südlich?
Ach, hier ist er. Oh. Schiffbrüchiger Sohn aufgenommen. Ja, so schnell verdient man sich einen Kartenteil. Das spart uns jetzt eventuell 20.000. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, hier oben in Charlestown die einzelnen Lebensmittel aufzukaufen. Schon wieder neuen Fleisch hergestellt. So, alles aufgekauft. Wunderbar. 545.000. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an, Betriebe zu bauen, oder? Wir haben ja jetzt unsere drei Wohnhäuser gebaut. Können dann jetzt auch die nächste Konzession kaufen. Kostet 50.000. Und dann gucken wir doch mal hier, was können wir denn so bauen? Eine Baumwollfarm, eine Maisfarm, eine Gießerei, eine Brennerei, Tabakplantagen und den Kram können wir nicht bauen. Ich würde sagen, dann fangen wir mal hier mit den Farmen an, oder? Baumwollfarm, Maisfarm, was kostet denn der Spaß? 13.000, 11.000. Was kostet eine Brennerei? 17.000. Ich fange trotzdem hier mit den Maisfarmen an, weil ja, Lebensmittel immer sehr begehrt sind. Bauen wir hier eine Maisfarm. Ihr werdet sehen, eure Investitionen bei uns zahlen sich aus. Das hoffe ich sehr. So, jetzt habe ich hier wieder jede Menge Geld rausgehauen und eine Reihe von Farmen gebaut. Die Santa Maria hat alles abgeliefert, dann kannst du jetzt hier wieder Route aktiv machen. Und wir kaufen hier ein bisschen weiter ein. Hier wurden schon wieder Früchte geliefert. Auch Backwaren inzwischen. Und hier wieder ein bisschen Fleisch hergestellt. Was brauchen die eigentlich für die Herstellung von Fleisch? Vielleicht kann man denen diese Mittel einfach abziehen. Aber ich glaube, für Fleisch wird Mais gebraucht oder Getreide, und also zum Hochzüchten natürlich. Und das haben die sowieso nicht. Naja. Denen fehlt auf jeden Fall inzwischen schon Getreide. Weizen ist knapp, heißt es. Und wir können mal gucken. Status ist aber immer noch Stagnation. Allerdings ist die Beliebtheit recht niedrig. Die Zufriedenheit, nicht die Beliebtheit. Blödsinn, was erzähle ich denn? Gut. Soweit, so gut. Wir haben aber immer noch mega viel Geld. Ich glaube, wir können ruhig noch ein paar Betriebe mehr bauen. Also 400.000. Ja, komm, wir bauen noch ein paar Baumwollfarmen, damit wir einen zweiten Produktionszweig noch haben. Die Farmen sind ja, kosten nicht ganz so viel. So, das sollte jetzt aber reichen. Also, wir sind bei 376.000 und ja, das muss reichen. Hungere Charleston aus. Zur Unterstützung stehen drei neue Schiffe zur Verfügung. What? Hab ich was übersehen? Wir haben drei neue Schiffe? Tatsache, wir haben drei neue Schiffe. Okay, gucken wir mal, was sind das für Schiffe? Eine Fregatte. Noch eine Fregatte. Und was ist das? Eine Galeone. Damit könnte man eigentlich einen zweiten Kampfkonvoi bilden. Puh, wir haben jetzt aber viele Schiffe. Wir haben jetzt echt viele Schiffe. Na gut, dann bilden wir jetzt... Oder Moment mal. Eigentlich brauchen wir diese Schiffe Herzlichen zum Aushungern. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Betrieb. Die Waren, die dieser Betrieb produziert, werden täglich in das Lager der gleichen Stadt geliefert. Von dort kannst du frei über sie verfügen. Das ist schön. Der erste Betrieb ist schon fertig. Ich muss erstmal überlegen, was wir mit diesen Schiffen hier machen, weil eigentlich brauchen wir sie zum Aushungern nicht. Wir haben noch jede Menge Ladekapazität. Wir sind jetzt noch nicht mal bei 200 und haben 1300 Ladekapazität, ja. Das ist eigentlich... Und ich habe wieder vergessen, hier oben einzukaufen. Das ist schlecht.
Moment, vielleicht könnte man ja sagen, neue Handelsroute, Route planen, Charleston, zurück. Der fährt hier also quasi die ganze Zeit nur Charleston an, fährt eine eigene Strategie und die Strategie besagt, dass wir... Warte, wir haben kein Lager. Okay, jetzt muss ich hier mich ein bisschen reinschauen. Das, was habe ich noch nie gemacht. Was bedeutet das denn? Einstellungen von Charleston übernommen. Kein Lager in Charleston. Von der Stadt zum Schiff. Hier oben. Okay. So, für... zum absoluten Maximumpreis. Mir ist es total schnuppe, was das kostet. Nee. Kann man nicht hier irgendwie so sagen, 999, bla. Wunderbar, und da hier auch, 999, so. Wieso geht denn der nicht drüber? Kann man nicht mehr als 666 zahlen? Das ist ja doof. Also hier genauso 999. Hier auch 999, so. Hier 999. Also das ist jetzt mein Button für Max. So, höher geht das alles nicht. Hier kommen jetzt auch Max rein. Und dann gucken wir doch mal gerade hier unten noch die Backwaren. Und dann müssten wir sie schon aushungern. Ah ne, das Fleisch. Ups, das Fleisch habe ich noch vergessen. Ja, das müsste passen. Gut. Einstellungen von vorheriger Stadt übertragen, nö. Route aktivieren. Zu wenig Städte, okay. Dann vergiss es. Dann war die ganze Arbeit gerade für die Katz. Habe ich mich so konzentriert. Schade. Dann müssen wir halt doch jetzt alles so manuell aufkaufen. Und zusehen, dass sie ausgehungert werden. Und wir können gerade mal hier gucken. Wir stellen ja inzwischen her. Und wir können das sogar so alles verkaufen. Nicht schlecht. Also wir stellen zu einem niedrigeren Preis her als die Stadt. Wir können also immer für 60 verkaufen und stellen für 55 her, machen also 5 Goldstücke Gewinn. Aus diesem Grund lohnen sich Betriebe in Port Royal eigentlich immer. In anderen Spielen, wie zum Beispiel Patrizia 2, war es so, da hat man teilweise zu einem viel höheren Preis produziert als die Stadt. Das hat sich gar nicht gelohnt. Zum Beispiel bei Sägewerken war das so. Da habe ich mich immer mega aufgeregt. Das finde ich sehr gut in Port Royal 3, dass sie das endlich mal vernünftig machen und dass die Betriebe zu einem niedrigeren Preis herstellen. Meine Güte, wir kaufen zu Preisen ein. Naja, das sieht man auch ein bisschen am Geld. Obwohl, das geht sogar. Wir sind bei 400.000. Ich habe nichts gesagt. Wir sollten aber zusehen, dass die Blueberry hatte ja Verluste gemacht. Jetzt fährt sie inzwischen Gewinn, das ist gut. Mit einer ziemlichen Menge an Waren. Theoretisch können wir da auch noch ein Schiff verkaufen. So, und ich habe ja überlegt, was ich denn jetzt hier mit meinen Schiffen mache. Das weiß ich noch ehrlich gesagt gar nicht so genau. Weil wir brauchen eigentlich nur einen Kampfkonvoi, der halt alles... Militärische irgendwie regeln muss.
Und dann könnten wir die Piratenbarke zum Beispiel rausschmeißen und stattdessen die Galeone reinnehmen, aber die Fregatten brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Es sei denn natürlich, wir würden die Fregatten als Handelsschiffe einsetzen, die halt auch eine stärkere Bewaffnung haben können. Als jetzt beispielsweise hier die Briggs oder die Barke. Aber wie gesagt, eigentlich brauchen wir diese Schiffe nicht. Wir könnten sie genauso gut auch sofort wieder verkaufen. Was würden wir eigentlich dafür kriegen? 96.000 und 56.000 jeweils. Das wäre eigentlich ein Deal, oder? Also die Galeone werde ich nicht verkaufen, keine Sorge. Aber die Fregatten, die brauchen wir eigentlich nicht. Eine Fregatte hat 400 Ladekapazität. Was hat denn so... eine Piratenbarke hat 300. Ja, dann... Was hat eine Brig? Das müsste man auch mal nachschauen. Wo seid ihr denn gerade? Ihr seid ein Biloxi. Ich hoffe, ich erwische euch jetzt hier noch. Organisieren. Eine Barke hat 250 und eine Brig auch. Also dann könnte man theoretisch diese drei Schiffe hier rausnehmen, stattdessen die beiden Fregatten. Und die drei Schiffe verkaufen. Wie gut ist denn der Captain hier? Ja, also für den Handel reicht das eigentlich. Aber die fahren jetzt auch schon ganz gut Gewinn. Ich will die Handelsroute eigentlich nicht verschleudern. Naja, wisst ihr was? Wir machen daraus jetzt erstmal einen eigenen Konvoi und fahren dann unten das Gebiet ab, also im Süden, wo wir noch überhaupt keine Städte entdeckt haben. Auch wunderschön. Durch den ganzen Handel sind wir zum Navigator geworden. Und da fällt mir gerade ein, wir sollten oben nochmal in Charleston schauen, dass die hier ihre Lebensmittel abgenommen bekommen. So. Gut. Und ich sehe jetzt auch hier schon gerade an der Uhrzeit, dass es wieder Zeit ist, einen Stopp zu machen. Ich beende an der Stelle den Part. Wir werden in der nächsten Folge hier aus den drei Schiffen einen Konvoi machen, die südlichen Städte entdecken. Und im nächsten Part, denke ich, haben wir Charleston dann auch ausgehungert. Die Betriebe dürften fertiggestellt werden, die letzten, die jetzt hier noch sind. Wir sehen hier, die ganze Ecke ist inzwischen von uns bebaut. Und dann werden wir danach, wenn wir unten die Städte entdeckt haben, denke ich, die Handelsrouten nochmal umstellen und ja, hoffentlich durch die Auswanderung von Charleston ein paar Informationen bekommen. Aber das alles im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.